Also, meine Lieben, hier sind wir wieder, euer Host, der Kurando, und sein Sidekick, der Ken, also ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, deswegen bin ich heute auch besonders gut drauf. Was für ein Urlaub? Ich war doch schön, jetzt, seit wir letztes Mal gespielt haben, eine Woche in Bosnien-Herzegowina, habe ich ein bisschen Urlaub mir gegönnt mal. Ah, es war richtig schön. Hatte ich schöne Hotel-Suite, ne? Komm mal, ist ja mal was anderes als Spanien immer, ne? Das stimmt. Ist bestimmt genauso wie hier jetzt, ne? Oh, warte, da liegt was. Wo liegt was? Beug dich mal mit dem Gesicht auf den Boden. Da hier. Flaschen. Ah, okay. Ein schönes Wein. Das sind sogenannte Alarmflaschen. Ja, die schmeißt du einfach mal irgendwo gegen die Wand, dann rennt der Zombie dahin, dann kommst du von hinten und schlägst ihm den Dolch in den Schädel. Richtig in die Fontanelle. Ich hab keine Ahnung, wo. Der ist noch naiv. Der redet noch mit halb verrotteten. Moment, das ist der Mann. Hä? Um Gottes Willen. Ach, der Virus. Ja, ein sehr außergewöhnlicher Virus. Der Stacheldraht wachsen. Was ist denn hier? Egal, einfach vernichten. Automatisches Zielen. L2 halten, zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Du visierst automatisch in den nächsten Gegner vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Wie, das. Man, also heißt das, man schlägt, man trifft immer, oder was? Weiß ich nicht. Weil was ich weiß, ist, dass lock die doch lieber weg davon, dann können wir in das Haus. Ja, warte mal, er hat ein Problem mit mir. Er hat ein arges Problem mit mir. Hier, komm, trink erstmal einen Wein. Trink den Wein, mein Freund. Trink den, ich hab gesagt, du solltest Wein trinken. Ach, Lampe an, ne? Scheiße, ich hab Lampe an. Sieht er mich? Er sieht mich nicht mehr, oder? Doch, er sieht dich. Ich bin im Auge des Sturms. Er sieht dich. Penner, du! Alte Drecksau. Alter, er schlägt härter. Guck dir an, wie hart ich schlage. Guck mal, da mach ich gleich die Lampe an. So wütend bin ich. Nein, ich brauche keinen Revolver. Ich mach das jetzt so. Penner! Du Drecksack! Hattest du nicht mal ein Messer? Ich brauch kein Messer. Er ist weg, er ist tot. Der ist noch nicht tot. Er ist tot. Warte. Er ist tot, er hat hier schon Items da gelegt. Okay. Items da niedergelegt für dich. So, ich brauch noch eine Flasche Wein. Boah, der hat mir aber übel zugerichtet. Guck das mal an. Okay. Junge, werf die Flasche hinter ihn, dann kannst du dich von hinten anschleichen mit so einem Schleich-Attack-Angriff. Warte mal. Hier hin, ja? Doch, warte. So, jetzt hin. Jetzt gehst du dahin. Nein! Was ist denn warte, der? Warte. Der ist überintelligent, der Junge. Nein. Doch, warte mal. Er täuscht an. Er täuscht gar nicht. Er kann dich doch nicht durchs hohe Gras sehen, Kurando. Ey, guck mal, der schielt doch schon. Der hat mich doch schon entdeckt. Das ist ja unrealistisch. Das ist echt unrealistisch. Was sieht er mich durch hohes Gras? Der ist echt übernatürlich, der Gesell. Oh, ist ja eklig. Schieß ihn in den Kopf jetzt. Nein, ich schieße ihn in den Kopf. Ich schieße nicht. Gib ihm! Alter. Nur weil du hier auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielst, gibst du jetzt so an mir, ne? Ich geb du ihm! Du hast kaum noch Leben. Ich geb dir gleich kaum noch ein Leben. Warte, ich will deinen Kopf zerstören. Nicht nachmachen, liebe Leute. Das wäre ein bisschen asozial, das einfach bei Passanten zu machen, ja? Er hat doch noch was. So. Hey, nur ein Streichholz, ich will den verbrennen. Mann, ich spiel gerade verdammt schlecht, glaube ich. Ich hätte die eigentlich stealth-mäßig von hinten mit meinem Ninja-Kill töten müssen. Aber egal, ich gehe trotzdem ins Haus. So, ich brauche Licht. Ist hier jemand? Noch nicht. Streichhölzer. Boah, fünf Stück sogar, cool. Oh, geil, voll der Vorrat. Boah, Ich finde das erstmal nach vorne blöd, lieber. Dass man alle wegflammen muss. Aber hier, da war noch eine Kiste, die du übersehen hast. Ja, habe ich. Hinten rechts im Raum. Ach, das ist ein Schrank. Ein Schrank. Du und deine Kisten. Ein Schrank für Frank. Hier liegt ordentlich was. Ah, eine Spritze. Nee. Die gebe ich mir mal, ja? Ja, komm. Fixe die rein. Oh, Schore! Schure! Schure ist geil. Warte, ich geh mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwie noch ein neuer Dress drin ist. Nee, leider nicht. Nee. Fehlanzeige, schade. Mich jetzt gerne in ein Negligé gewunden, aber ist mir vergönnt geblieben. Ja, ich
trage gerne Negligés. Was ist das? Das ist so eine Art Schlafgewand für Frauen, erotisch, sehr erotischer. Eieiei, links raus. Mhm, ja. Guck mal so. Warte mal, guck mal. Ich schiebe mal ganz kurz hier hinten. Ne, Fehlanzeige, da will mich niemand. Ich mach mal das Licht aus. Ist da noch ein Schuppen, ein Anbau? Wo denn? Da komm ich doch her. Hier stinkt was, was ist das? Hier sind die Fliegen irgendwo. Riecht nicht schön. Hier guck mal. Tagebuch. Da liegt eine Fibel. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand er schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Leuchtturm? Ach, da. Da hinten, guck doch mal. Vielleicht ist es ein Zombie-Mutationsturm. Und wenn das Licht einen streift, dann wird man 5% mehr Zombie. Du hast es erfasst. Klasse. Es sieht schon echt atmosphärisch aus. Das muss man im Spiel lassen. Es schafft was. Ja? Ich fühle mich wie ein Voralpen. Ja, also das ist so Starnberger See. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Oder Berchtesgaden. Es zieht ihn an. Scheint ein sehr... objektophiler Mensch zu sein, ja, oder? Er findet Gebäude geil. Ich glaube, er wurde einfach beeinflusst durch diese Notiz und... hat das jetzt, da hat jemand so poetisch dahergeschrieben und er nimmt das jetzt alles ja, voll irgendwie. Vor allem, ein Leuchtturm ist schon echt Phallus-Symbol, ja? Das würde schon was bedeuten bei ihm. Ja, gut. Ist ja auch jetzt aber eigentlich egal, denn da vorne sind schon weitere üble Gesellen, an die ich also mich für, nur... Für mich ein Leuchtturm jetzt kein Phallus-Symbol, sei denn deine Eichel dreht sich ständig und leuchtet. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt ja ein bisschen pikant, dieses Thema, ne? Also wenn ich einen Leuchtturm sehe, sehe ich nur einen Schwanz. Ja. Ja, sorry, okay, gut. Wir sind wieder bei Sie. Du bist einfach zu cool. Was ist das da hin? Ich brauche eine Flasche. Ich muss den ablenken. Kannst du ja selber werfen. Voll der gute Job. Warte mal, Grasattacke. Nee, da. Mein Schlitzauge. Nee. Okay, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir nicht gesehen werden. Ich will das jetzt mal wirklich professionell schaffen. Jetzt immer hinrennen und Faustattacke fände ich auch ein bisschen arm. Ich glaube, dann gibt es auch kein Gil mehr für uns, wenn wir so dumm spielen. Es wird auch unsere Statistik wahrscheinlich total runterziehen. Guck mal, hier ist noch eine Lampe. Auch ein Flaschenkeller. Aber wir könnten doch eigentlich noch eine Lampe werfen, oder? Nein, können wir nicht. Schade. Junge, was guckst du immer in die gleiche Richtung? Junge, geh doch von hinten, Mauer. Spasti, geh Mauer erstmal. Hey, so. Geh Mauer. Mauer drehen. Ah, ich will ihn wegmachen. Ja, mach von hinten. Provoziert mich. Oh, da hinten ist ein Fackelträger. Olympische Spiele starten gleich. So weiter geht hier. Dann nimm doch erstmal den Fackelträger und dann nimmst du vielleicht deine Fackel und tötest damit den anderen. That's a very good idea, my friend. Nobody said I'm your friend. Okay. Er entzündet dort wirklich was, ja? Ey, jetzt geh aus dem Strohballen raus, Kameramann. Du musst das aber auch einfach mal geschickter machen, ja? Du spielst. Ja, das ist denn hier. Du spielst wie Verona Feldbusch, ja? Veronika Feldbusch. Verona Feldbusch. Okay, ich gehe denn. Nein. Fuck, ne, keine Chance. Oh, du bist so schüchtern. Jetzt geh mal hin, jetzt glaub ja, an dich. Irgendjemand sieht mich doch, oder? Er schlitzt. Vor allem wie cool er patrouilliert, ne? So jetzt. Er macht das bewusst. Du kannst auch aufstehen jetzt und kurz rennen. Boah, nein, ist der Hager! Hutscha! Jetzt nimmst du die Fackel. Die nehme ich mir sowas von unten. Erstmal burn ich ihn weg, ja? Erst die Fackel, sonst verbrennt die mit. Nein. Und mit der Fackel werde ich jetzt seinen Kollegen weg. Kann ich hier auch? Ich kann hier auch Fackel das. Cool, ich fackel das. Nein, nicht unter Streichholzer! Oh! Was bringt denn das jetzt eigentlich? Gar nichts, glaube ich. Warte mal kurz. Vielleicht ist ich will auf jeden Fall. Ein Rocket Launcher vom Boden. Ich glaube, das wird sein, ja. Du hast das Spiel durchschaut. Ne? Du hast das Spiel. Oder jetzt. Schleich. Ja. So, Moment. Ich bin schon in seinem Sichtfeld, fast. Zumindest. Jetzt! Ah, komm. Das war meisterhaft. Das war wirklich meisterhaft. Denk so an jedes Haus. Burn, Baby, burn. Durchsuchen. What? Hat er jetzt meine Fackel weggeworfen? Er hat meine Fackel weggeworfen, ja? Die liegt unter der Leiche noch. Ja, schon klar. Also wenn man da liegt sie doch. Wo denn? Das ist Gel. Hey, warum ist da Gel?
Guck mal, F. Ach, die verlieren das. Ja, warte, da war die Fackel aber immer noch. Ah, tatsächlich, ja? Ja. Nee, doch. Scheiße. Ich hab die nicht gesehen. Weil du doof bist. Kann ich in das Haus rein? Ja. Moment, Moment, Moment. Hier. Da ist die Tür. Da liegt eine Flasche. Alter, weißt du, was gerade voll unheimlich ist? Was denn? Das Haus erinnert mich frappant an mein eigenes Haus. Sieht sogar verdammt nochmal genauso aus von innen. Wie kann das sein? Wieso ist mein Haus in dieses Spiel transformiert worden? Okay, ich geb's zu, deine Mutter hat es entwickelt, das Spiel. Doch. Ohne Scheiß. Ja. Warte, du musst doch die Kisten kaputt schlagen. Die Kisten, da sind doch keine Kisten. Ja, die hier. Du spielst wie ein Spasti. Kannst du mal aufhören, solche Kraftausdrücke zu benutzen? Spasti ist kein Kraftausdruck. Ah! Dann mach ich Fenster kaputt aus Wut, wenn du so weitermachst. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Sag ich doch. Und jetzt will ich hier, was gibt's denn da noch? Eine Flasche? Nee, die nehme ich nicht mit. Komm, ich gehe jetzt hier weiter. Wir haben einfach nur Überkapazität. Ich bräuchte auch mal eine Karte. Oh Gott, ey. Warte, kann ich die Fackel auch werfen? Wünsche über Wünsche, dieser Weil jetzt kleiner so Prinz hier. Ja, ich habe halt Ansprüche, ne? Ich habe Ansprüche ans Leben, die will ich auch erfüllt haben. Wie zum Beispiel den Anspruch, dass ich diesen Mann dort hinten jetzt auch mit einem Stealth-Kill töte. Den tötest du jetzt mal mit einem Fackel-Kill. Okay, gut. Ja? Uiuiui. Unsere Zuschauer verlangen nach etwas Abwechslung, ja? Kriegen Wie wir. In einem guten Horrorfilm. Na, guck mal hier. Jeder Tod muss kreativ gestaltet sein. Ich warte, den mache ich jetzt richtig cool tot. Ja, jetzt renn hin und schlag zu. Ha! Ja, genau. Und jetzt wartest du und genießt, wie er sich quält im Feuer. Und ich sud. Gib ihm noch ein paar, ja? Ich geb ihm noch. Ja, okay. Es reicht. Das war doch mal Nimm die Fackel. Kannst du gleich mal dein Rohr freihalten, ey? Ich kann das nicht ab, wenn du mich so in diesem dominanten Ton... Es ist einfach so, dass du sehr kindlich spielst und eine feste Hand brauchst, die dich anweist. Ja? Ich spiele hier nicht kindlich. Mach die Tür auf. Warte. Ja! Schlag okay. Die Kisten kaputt. Guck aber erst, ob... Schlag? Ja, ich gucke erst, ob jemand hier ist. Da liegt doch jemand. Den will ich erst verbrannt haben, bevor ich hier irgendwas mache. Du bist so ängstlich. Oh mein Gott. Ey, überleg mal, was für eine Situation wir sind. Was ist denn? Ein Werkzeugkasten. Ein Fallenteil. Nehme ich mit. Zwei Stück haben wir schon. Damit können wir ja Bolzen für die Qualarmbrust machen. Au, geil, Gier. Oh, Kartenfragment. What the fuck? Du hast sogar recht, es gibt eine Karte. Habe ich jetzt eine Karte aus Marmor? Randolph Crossroad. Warte, du hast das Gel nicht mitgenommen. Das Gel, hey. Ich. Das ist mir am wichtigsten, ja? Weil ich mich gerne upgrade. Ich kapituliere gleich, ja? Moment mal, hier erstmal diese Kisten, diese Fässer, ey. Fässer kann ich echt nicht bauen. Ein Fallenteil. Okay. Gucken wir mal, ob hier noch was drin ist. Nee. Gut, man kann dich echt nur reinlegen. Das ist nicht das, was ich will. Die Fackel nehme ich mit. Alter, da war noch eine Kiste. Wo? Du verwirrst mich, hier war keine Kiste. Doch. Quatsch. Doch, dreh dich um. Da ist eine Falle. Moment, die will ich erstmal entschärfen. Rechts ist eine Kiste. Warte, hier ist erstmal eine Falle. So. Na? Zack, der Draht ist gekappt. Wir haben einen Fallenteil und hier eine schöne Armatur. Ey, da draußen ein Skill. Ja. Der lebt noch. Oh, Alter! Gib ihm Fackel. Ohohoho! Der hat eine Sense. Geil, können wir die nehmen? Ich hoffe doch. Nee, die ist mit ihm verbrannt. Scheiße. Was hab ich denn? Ist was kaputt gemacht hier? Gel. Ja. Brain Gel. Das läuft nur echt. Wunder? Das kommt echt aus denen raus, das Zeug. Und hier ist eine Schatulle. Mit einem riesengroßen Schlüssel. Oh mein Gott. Nimm mich Wofür mit. Wofür soll der denn sein? Hallo? Ich auch noch nicht. Wir haben auch keine Anweisung gekriegt. Das heißt, ja, komisch. Nichts Gutes. Ist die Fackel jetzt kaputt? Ja, ne? Scheiße. Schade. Oh, aber dafür haben wir Munition. Aber es ist wirklich schade. Weißt du was? Wir haben volle Munition. Alter. Kann ich auch nachladen? Wir können uns ein größeres Magazin kaufen. Yay. Wäre gut, ja. So. Ach, jetzt geht's. Packen wir rein. Mann, jetzt haben wir ja hier Overkill. Okay, ist eine Frau. Ich muss einen wegstecken. Kannst du mal ganz kurz weggucken? Ja, gut. Okay. Moment. Aber warte, die... Ah. Okay, hier sind noch weitere... Du machst ja wohl nicht beischlafen mit verkohlten Leichen. Warum hat er sich an das Bett gelegt? Wollte das nicht. Nee, für gewöhnlich nicht. Wie viel Gel haben wir jetzt eigentlich? Das ist mir immer noch am wichtigsten. Ich glaube... 2300, voll viel. Alter.
Was wollen wir denn als nächstes kaufen? Das sehen wir dann gleich. Jetzt sei nicht so wild auf das Weitergraden. So, mal gucken. Ich bin ein alter RPGler, ja. Ja, du hast immer sowas gespielt wie hier, ne? Baldur's Gate. Baldur's Gate und sowas, ne? Diablo 2. Weißt du was? Ich gehe da hinten durchs Fenster. Ich habe keinen Bock, hier wieder rauszugehen. Das wird zu weit. Ich will hier raus. Hier raus. Wo bist du? Ein Hallodri. Gut, wir haben das Haus geplündert. Hier gibt's, glaube ich, nicht mehr zu ergründen. Ey, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Wofür? Für in der Kanalisation waren noch diese Türen, die mit so Ketten verschlossen waren. Das ist abwegig. Das ist ein bisschen weit, ja? Ich will nicht zurückgehen. Vor allem bräuchte ich dann ja noch einen. Waren wir da schon drin? Hier waren wir, das war dein Haus. Das war mein Haus, ne? Oh, da, in deinem waren wir noch nicht. Back in the Hood, da war ein Typ. Ah, warte, dann gib ihm erst einen Kopfschlag. Den mach ich hier. Das ist eine Falle. Ja, dann lock ihn in die Falle. Lock ihn, du... Doch, lock ihn. Na. Mach ihm aufmerksam auf dich. Ja, dann brauch ich eine Flasche. Und dann rennst du um die Ecke. Ah, hier, guck mal. Genau. Eine Flasche hier. Jetzt, Echse. Du wirfst die jetzt... Hier hin, ja? Ganz nah, aber genau. Ja, hier hin. Ja. Warte, über... Nicht in die Falle! Nicht in die Falle! Oh Gott, der ist fast in die Falle. Aber mach dich aufmerksam, ja, er muss dich ja sehen. Der hat mich nicht mal gehört. Jetzt sieht er dich. Weg. Pass auf. Oh. Oh. Lieber geil, Herr sehr gut, nein. Sehr gut. Manchmal spielst du wirklich gut. Manchmal? Ja, manchmal. Ja, manchmal. Ich würde sagen meistens. Links. Ich gehe schon. Nein, links. War noch ein Raum. Ich will erstmal die Flasche nehmen. Ich gehe da eh noch lang. Das ist das Problem, du übersiehst ja mal. Links war ein Raum. Hier ist doch noch was. Oh. Okay. Na, wo war hier ein Raum? Geh um die Ecke und dann links. Hier. Mal gucken, was mir dieser Raum bringt. Ja? Hier, eine Spritze. Toll. Was will ich mit der Spritze? Leben, Energie, Lifestyle. Prana. Mana. So, okay. Wir haben das geschafft. Hier ist noch ein Schrank und noch ein Gel. Brötchen. Oh, nochmal 300. Ah, ich glaube, beim nächsten Besuch durch den Spiegel können wir uns schon was richtig Schönes gönnen. Ist hier noch eine Falle? Da ist echt noch mal, eine Falle. Warte mal, da waren da gerade Leichen auf dem Boden. Warte, aber erstmal die Falle hier entschärfen. Ich brauche Fallenteile. Ne, da kannst du ja vielleicht noch einen reinlocken. Nein. Ich will Fallenteile haben, hallo? Moment. Den Stealth. Da hättest du ihn reinlocken können. Ah ja, jetzt stellst du ihn. Fuck! Ja, das war Pseudo-Stealthing. Du darfst ihn nie mal treffen lassen. Das ist Russentechnik hier. Wir haben nicht so viel Leben, du spielst ihn. Oh. Ja, ey! Das war echt gemein! Weg mit dir. Oh, bitte dafür, nächstes Mal spiel echt mal geschickter, ja? Ich kann doch nichts dafür, dass er wir sich haben einfach. Unendlich viele Spritzen. Ja, wir haben eh unser Spritzenlimit erreicht. Echt? Ach, wir dürfen nur wir zwei? Dürfen zwei? Ja, dann spritzt dir die andere auch noch. Ich meine, bringt ja nichts. Dann haben wir Kapazität und du hast ja eh kaum Leben. Ja, aber wenn wir noch eine finden, dann. Nee, jetzt. Nein. Du brauchst das Leben ja. Ich brauch das gerade nicht. Du brauchst es. Verbrenn jetzt erstmal die Typen hier. Ja. So. Aber wir müssen nochmal ordentlich suchen, ob hier nicht noch mehr Gel irgendwo ist. Wir haben einfach alles durchsucht, weißt du? Wir haben alle Räume hier durch. Dieses Areal ist unser. Würde ich sagen, oder? Unser? Ja, unser, doch. Ja, okay. Ja, doch, davon haben wir auch. Haben wir das schon gesehen. Ich habe das Gefühl. Warte, ich drehe jetzt hier erstmal. Oh ja. Oh. X. Ich ex mich hier weg, ey. Ja. Oh, Ekstase. Willst du das Areal nicht noch einmal? Da liegt noch was. Guck mal hier. Gel. Tatsächlich. Oh, 500 sogar, krasses Alter. Krasses Scheißding, ey. Ey, geil. Wir können uns bald schon mehr Spritzenkraft gönnen. Das war echt geltastisch gerade. Sind gelissimo, du. Moment mal hier. Schwand gerade übel. Fest mal. Oh mein Gott. Mit deinem gut Gott. So. Lasst euch bloß nicht stören. Ehrlich nicht, ey. Ich glaube, ich muss vorsichtig sein. Okay.
Flasche weg hier. Scheiße, nichts wie weg von hier. Boah, meine Ausdauer. Ich glaube, wir brauchen Ausdauer, oder? Ausdauer klingt so langweilig. Nein. Ausdauer ist sowas, das kauft man sich nur, wenn man es muss. Ne? Die haben uns in die Enge getrieben, die Jungs. Ey, warte, jetzt rechts so runter. Das macht er automatisch gerade. Ey, wie gut du spielst. Ja, genau, lauf da hoch. Ja. Und jetzt würde ich so, spring zum Boot sonst. Alter, dass du bei der Kamera überhaupt noch weißt, wie du steuerst. Ich komme nicht mehr klar, was machst du denn da? Talent nennt man das. Talent. Wie unbegeistert die sind. Zombies immer, ey. Die kann man nie beeindrucken. Ehrlich nicht. Aber ich hoffe, wir konnten euch beeindrucken. Denn wir haben Kapitel 2 überlebt. Und was heißt das? Pause, würde ich sagen. Pause auf jeden Fall. Dann kannst du mir nochmal den Bart ein bisschen stutzen? Ja, ich muss auch gleich meine neue Freundin aus Bosnien-Herzegowina nochmal kurz anrufen, die wartet. Das ist gut, ja? Darf ich auch mal mit dir sprechen? Nee, das okay, möchte ich nicht so gerne. Wenn ihr mit ihr sprechen wollt, dann seid ihr in den... Dann seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es dann heißt The Evil Within, Kapitel 3. Herzegowina-Style.